Ach ja. Ich gehe immer so Enten füttern wegen der Vogelgrippe, wisst ihr? Die mag ja Enten. Also nicht zum Essen, aber so. Und ich habe gehört, die Mietz ist in der Nähe, deswegen. Aber ich habe da wem rufen gehört und schreien. Das könnte die Mietz gewesen sein. Da liegt's! Mietzi! Wichtig ist bei der Erstversorgung oder Ersten Hilfe, dass man jemanden nicht mehr verletzt als Schuhe. Offensichtlich hat sich die Mietzi da wehtan. Hüfte auf, Mietzi. Ja. Ui. Ui, Mietzi. Ui. Oi. Na, das schaut aus. Die Mietzi ist nicht entspannt irgendwie. Aber jetzt geht's. Aber wie gesagt, ich habe ja immer alles mit. Jetzt brauchen wir was zum Reinigen, dann zum Verbinden. Und das Verbundene müssen wir noch fixieren. Und damit es hält, brauchen wir noch ein Pflaster. So, Mietzi. Zuerst tun wir es einmal sauber machen. Von den groben Verschmutzungen befreien. Also nicht die Mietzi, sondern die Wunde. Und dann schauen wir auch, wo es wirklich sie Wetter hat. Ja, das kann man eingrenzen. Aber das tut mir leid, Mietzi, es muss sein. Wie gesagt, kein Mist machen. Dann tun wir schnell einen Verband auf, damit kein Schmutz dazu kommt, wenn es blutet. Hat einen Vorteil, dass kein Schmutz rein kann, aber trotzdem vorher reinigen. Dann kommt die Wunderflagge drauf. So, Mietzi. Und das schön anwickeln. Ist nicht besser, gell, Mietzi? Mit einer elastischen Binde. Die elastische Binde verhindert Einschnürungen. Und falls das Bein anschwillt, ich glaube, da müssen wir nochmal zum Doktor. Dann kann man, gibt die Binde nach. Das ist wieder zu viel. Dann nehmen wir die Schere, schneiden das ab. Und ist gleich besser. Ja, zu Hause dann oder beim Arzt gescheit reinigen mit einem Wunddesinfektionsmittel, also Schleimhautdesinfektionsmittel. Nochmal inspizieren, ob kein Schmutz drinnen ist und dann frisch verbinden, eventuell mit Verbandstoffen, die mehrere Tage bleiben können. Und wenn es jetzt so stark blutet, dass man Druckverband machen müssen, also wenn es da durchblutet, ja, muss man zusätzlich was drauflegen auf die blutende Stelle. Es empfiehlt sich so eine Rolle drauflegen und mit einer zweiten einen festen Verband, damit die Blutung aufhört. Also da ist wurscht, wie der ausschaut, Hauptsache er ist fest. Und die muss dann unbedingt zum Arzt bzw. ins Krankenhaus, um zu schauen, ob da nicht mehr passiert ist. Da kann man ruhig die ganze Rolle nehmen, schön fest, damit man nachschauen kann, ob da größere Gefäße verletzt sind. Da bleibst. Fixieren und schnell zum Arzt oder ins Krankenhaus. Es wird alles gut mit Sie. Das vielleicht nicht mehr, aber das auch nicht, aber sie hat schöne Augen, nicht?